Ja, hallo. Also es wird hier drei Projekte geben. Eins davon ist schon ein bisschen hier ausgebreitet. Geht's bis ganz hinten da? Ja, dann kommt man ein bisschen weiter vor hier, ne? Also hier ganz vorne am Boden könnte man noch eine Reihe aufsetzen, wenn ihr wollt. Ja, ja. Nur die Ruhe. Jo, also das erste Projekt war eben das Logo für die Kulturhauptstadt 2009. Das war 2006 bereits die Ausschreibung. Wie es häufig so ist, wenn man, also die Skizzen und Entwürfe habe ich sofort gefunden und das Backup der Daten, das ist dann die dritte Computergeneration von jetzt, ne, das dann war dann ein bisschen schwieriger aufzutreiben. Also das Konzept, das da gewonnen hat, war eben diese Kombination aus Punkt und Beistrich, wobei eben das immer so geplant war, dass der Punkt durch ein rundes Objekt in einem Foto ersetzt werden sollte. Und das war dann die zentrale Idee, die da eben gewonnen hat. Das sind jetzt alles noch Fotos aus der Präsentation, also einfach Beispiele, was man machen könnte und auch mal um zu schauen, was geht und was nicht gut funktioniert, wenn man eben so ein variables Logo sich ausdenkt. Und da waren dann auch eben ein paar Entwürfe dabei für konkrete Anwendungen, also wenn man zum Beispiel hier ein Konzert bewirbt oder was, also wo man hier aus dem Foto was rauskriegt, ne? Ein schönes Bildelement. Oder dann hier eben für bisschen edlere Zwecke oder dann eben für die Stadt Linz, für die Gastronomie. Also das wäre so die Idee gewesen, dass das dann immer ein Foto ist und das Logo an sich so nie vorkommt. Und für alle internen Anwendungen wäre es dann eben geplant gewesen, dass das der Punkt, statt wie hier durch ein Foto ersetzt zu werden, zum Beispiel durch eine Stanzung oder durch irgendwas anderes ersetzt wird. Und das wird man dann später noch sehen. Also gibt es dann oder gab es Visitenkarten. Und ich hätte mir eben so gedacht, es wäre besonders schön, wenn man jetzt keine ganz besonderen Motive nimmt, sondern für die allgemeine Werbung irgendwelche ganz alltäglichen Motive, irgendwas Rundes eben. Da bin ich dann eine ganze Zeit lang mit Tunnelblick besonders in Linz herumgerannt und habe gesagt, da ist was Rundes, muss ich gleich ein Foto machen, ne? Kann man verwenden. Das war die Präsentations-DVD, das gab es 2006 noch, ne? DVDs, erinnert euch dran. Und da war es eben so, dass dieser Klebepunkt, der hier drauf ist, war da, also der Kreis, der Punkt vom Punkt Beistrich. Oder hier als Idee eben für eine Uniform dann von irgendwelchen Bediensteten, dass man zum Beispiel einen Knopf oder einen Pin oder irgendwas Rundes eben, ein reales rundes Objekt verwendet, wenn es eben kein Foto gibt. Für die Porträts, also insgesamt für die gesamte Kulturhauptstadt war dann geplant, dass eben das Logo entweder ein rundes Objekt im Hintergrund sein kann oder irgendwas Rundes, was eben wer in der Hand hält. Das wurde am Anfang auch gemacht, also die ganzen Mitarbeiter der ersten Stunde hatten eben, durften sich irgendwas Rundes aussuchen und mitbringen und die Fotografin hat dann ein Foto gemacht. Das war ganz spannend, das eben von Anfang an mitzuverfolgen, weil da war also eine ganze Etage eben, da waren am Anfang, wo ich da war, so 2006 eben, glaube ich, 5 Leute drinnen und ein halbes Jahr später, wie ich dann wieder weg war, waren da 50 Leute drinnen, die eben fulltime gearbeitet haben in der Organisation. Ja, und hier ist die schöne Plastiktüte mit dem Zeug, was dann wirklich rausgekommen ist. Also wie gesagt, nach so einem halben Jahr hat dann ein Konglomerat von 3 Werbeagenturen das übernommen und ich habe also die Ergebnisse dann mal zu Gesicht bekommen. Also das war zum Teil dann wirklich so umgesetzt, wie ich es gedacht hatte, zum größten Teil aber natürlich nicht, weil es ein erheblicher Mehraufwand ist, wenn man so ein variables Logo hat und eigentlich für jede Anwendung ein neues Foto brauchen würde. Also auch hier zum Teil Spielereien mit Fotos, wobei es wahrscheinlich nicht notwendig wäre, das Logo hier doppelt zu verwenden. Das fand ich sehr hübsch. Also der Einschaltbutton, da gab es ein Radio, dann gab es ein paar Radioprojekte. Also der Einschaltbutton von dem Radio, das dann als Werbegeschenk hergegeben wurde, war der Punkt.
Ich glaube, fast meine Lieblingsanwendung, die Streichholzschachtel mit dem ausgebrannten Punkt hier. Wo noch dazu eine Stanzung drin ist, sieht man ganz gut. Ja, oder ganz wichtig, ne? Eine Bierflasche. Das ist ja der Traum jedes Designers, dass man mal sein Logo auf einer Bierflasche wiederfindet. Dass man die Grafik auch genießen und trinken kann. Oder sonst, wenn man Kaffee trinkt, dass man ein Kaffeesäckchen hat, eine Zuckertüte, und man sich einen Kaffee mit seinem Logo versüßen kann. Ja, und da gab es halt also eine Reihe von Werbegeschenken und verschiedenen Anwendungen. Also eins davon war eben dieses großformatige Sticker mit dem Loch drinnen, der dann an den Schaufenstern geklebt wurde, wo ich mir eben gedacht hätte, dass das dann auch ein realer Gegenstand sein sollte, was natürlich kaum gemacht wurde. Das waren die ersten zwei Programmbücher. Und das ist ja immer was mich sehr stört, wenn ich dann Texter mir über die Schulter murmeln höre, der Nabel der Welt und das Gelbe vom Ei. Also das war nicht in meinem Sinne. Und das Einzige, was wirklich genauso hingekommen ist, was ich noch selbst gemacht habe, das waren die Visitenkarten. Die haben so ausgesehen, also ein Loch, also eine Bohrung, ganz normal. Ja. Und dann sind wir schon beim zweiten Projekt, wo auch hier die kleine Postergalerie hängt. Das war auch ein sehr glücklicher Zufall. Also eine liebe Kollegin am Landestheater Tübingen hatte da Probleme mit einer Projektion, mit kyrillischen Buchstaben und später auch noch mit ein paar anderen Sachen. Und das war natürlich einfach zu lösen, ging ja nur um Schrift, da bin ich ja Experte. Und dann haben wir eben so ein bisschen Entwürfe gemacht für Poster. Und das Jahresthema war hier so ein bisschen russische Revolution. Deswegen kommt also die rot-schwarze Farbkombination zustande. Und wir sind uns auch einig geworden, wir brauchen keine Bilder, wir machen das rein typografisch. Also das ist natürlich ein Träumchen. Ne? Vor allem der einzige, glaube ich, Auftraggeber, den ich jemals hatte, wo nicht der übliche Logo-Friedhof drauf ist, sondern wirklich nur das Theater. Also es sind immer verschiedene Sachen, also hier zum Beispiel ein Kalender angedacht, ne, oder die Bild-Zeitung zitiert. Also einfach verschiedene Zitate in die Typografie umgesetzt, die vielleicht auch an was anderes erinnern. Und natürlich sind alle Schriften so ein bisschen gepimpt, das ist klar. Weil das kennt man ja, also es gibt bei jeder Schrift, wo man irgendeinen Buchstaben. Ja, hallo! Also bei jeder Schrift irgendeinen Buchstaben, der einen dann stört. Und beim Poster ist es ja sowieso nie ein Problem, den dann auszubessern. Also das sind eben die ganzen Produktionen eines Jahres, die da in dem Theater stattgefunden haben. Ja, manchmal sind 14 Sekunden ganz schön lang, ne? Also die haben auch eine Produktion von Nosferatu gemacht, wo ich mir eben gedacht habe, ich werde jetzt mal eher in Richtung der Filmästhetik der 30er Jahre, also in Richtung Max Schreck, das typografisch inszenieren. Also es sind einfach verschiedene Assoziationen oder die Stützen der Gesellschaft, da als Scrabble das Ganze darzustellen. Also einfach Bildideen typografisch umzusetzen. Oder auch eben rein formal, so wie hier. Also Happy End ist vielleicht eines der weniger bekannten Stücke gleich nach der Drei-Groschen-Oper oder davor. Aber dasselbe Team. Ja, und dazwischen gab es auch noch kleinere Stücke wie das hier. Sehr lustig. Also um Missverständnissen vorzubeugen, hier handelt es sich um Würste für Hunde, nicht Würste aus Hunden, ja? Wie man meinen könnte. Das ist so ein Überblick über die ganzen Postkarten, also das ganze Programm. Die waren so also aus Mischungen aus Flyer und Postkarte, die noch zusätzlich als Werbemittel eingesetzt wurden. Und es gab natürlich dann das Briefpapier, wie das gut ging. Das war auch eine lustige Diskussion. Darf man das Briefpapier hinten rot bedrucken? Ist das nicht umweltschädlich? Da muss man dann erklären, also das Recyclingpapier deswegen grau ist, weil es vorher mal bedruckt war. Dann kam hier eben die Homepage, also auch das übliche Programm. Sind wir ein bisschen boshaft, wenn man so einen Vergleich macht, wie es war und wie es dann gekommen ist. Also bei der alten Homepage, sehr schöne Farbgebung. Rundherum Navigationselemente, also links, rechts, unten, oben.
und das halt ein bisschen einfach besser organisiert, weil die originale Datenbank war vorhanden, die durfte nicht verändert werden, also man konnte das Ganze nur rein visuell neu organisieren. Also da sieht man eben, was Grafikdesign kann und was es nicht kann. Dann, wie das gekommen ist, die Homepage war natürlich schon wieder ein Jahr später, dann war sie insgesamt wenigstens rot und im zweiten Jahr waren aber dann die Plakate orange, also die Farbe des Jahres. Und nachdem das schon abzusehen war, also die Plakate werden für das gesamte Jahr im Vorhinein entworfen und auch gedruckt, die werden dann auch verteilt. Und nachdem das Bildmaterial, das da häufig daherkommt, dann aus dem Internet einfach irgendwelches Open-Source-Material ist oder rechtefreies Zeug, habe ich mir gedacht, es wäre am intelligentesten, wenn man einfach damit arbeitet und den Raster von der Postkarte sozusagen mitvergrößert. Also deswegen es ist ja diese roten Pünktchen, die ihr auch sehen könnt, wenn ihr auch die Plakate im Original mal anschaut hier. Also fand ich ein hübsches Gestaltungsmittel. Und eines der Sachen, das eben aus dem ersten Jahr herausgekommen ist, ist, dass die Identität des Theaters gestärkt werden sollte. Das heißt, dass alle Plakate aus einem Guss sein sollten und erkennbar zusammengehören sollten. Also vielleicht noch stärker als im ersten Jahr, nur mit dem Rot und dem Schwarz, aber unterschiedlichen Schriften, sondern dass da eben einigermaßen eine einheitliche Typografie drauf ist. Also auch wenn ich mir da sehr viele Freiheiten rausgenommen habe. Und da war es zum Beispiel das G, das mich gestört hat, ne? Weil wir dann immer ein Kästchen reingesetzt. Ja, also im Großen und Ganzen recht einfache Ideen. Das war das Sommertheater. Also wie das fertig war, sind wir drauf gekommen, oh, wir haben vergessen, Sommertheater reinzuschreiben. Deswegen musste das nachträglich eingedruckt werden. Und das war auch übrigens das einzige Plakat, wo der übliche Logo-Friedhof tatsächlich drauf war dann. Das war dann die Zeitschrift, also auch wieder in der Gegenüberstellung vorher-nachher, wo eben dieses Prinzip der groben Rasterung, obwohl es dann nicht notwendig gewesen wäre, also im Sinn der einheitlichen Gestaltung eben auch für die Zeitschrift übernommen wurde. Und da habe ich mal sehr lustig rumspielen können mit allem, was eben möglich ist, mit so einer zweiten Druckfarbe. Das heißt, es ist eben nicht vierfärbig, sondern tatsächlich mit Schwarz und diesem Orange als Schmuckfarbe gedruckt und eben mal probiert, machen wir doch mal einen Buchstaben so groß, dass er über die ganze Seite geht. Ne? Oder setzen wir mal Illustration rein und dann für die ganzen Theaterfotos, die ja üblicherweise schwarz im Hintergrund sind, weil das halt nicht ausgeleuchtet ist, war es dann eben eine praktische Lösung, das Schwarz auch wegziehen zu können und nur das Orange im Foto drin haben zu können. Und da hat man natürlich auch die wunderbaren Bilder des Theaterfotografen dort zur Verfügung. Da konnte man dann auch hübsch spielen. Also das sind dann immer Falschfarbenauszüge aus dem RGB-Bild und die eben in Orange gedruckt. Dann hat man so einen gewissen Eindruck von Farbigkeit. Hier ist auch ein bisschen herumgespielt mit Überdrucken. Also alles sehr, sehr einfache Sachen, die man aber sehr gut instrumentalisieren kann. Also sieht hier auf dem Screen wesentlich besser als auf dem Screen. Ne? Und das Schöne ist natürlich bei so einem Kulturprojekt, also erstens war genug Platz, also der Text war höchstens mal die Hälfte von der Zeitschrift und der Rest war dann Gestaltung. Und man konnte sich eben auch sehr viele Freiheiten herausnehmen, die man sich beim normalen kommerziellen Projekt sicher nicht rausnehmen kann. Also dass man mal hergeht und ein Foto zerschneidet, ne, und es auf die andere Seite rüberzieht. Oder eben mal zwei Seiten zu verschenken für Typografie. Also war sehr, sehr angenehme Zusammenarbeit und sehr, fand ich, sehr hübsch, was rausgekommen ist. Und dann gibt es also das Programmheft für das gesamte Jahr. Also das war beim ersten Jahr so mit dem Leinenrücken und dann jeweils die Schauspielerfotos und für das Kindertheater mit Illustrationen, damit sie das also schön abhebt von den anderen Stücken. Und das war dann im dritten Jahr, da wurde das Orange. Aha.
abgelöst vom Türkis und hier ist ebenfalls das Weiß von Türkis abgelöst worden. Ah ja, hier funktioniert es wieder. Okay, war nur eins falsch. Und wiederum mit der groben Rasterung. Das Foto war von einem Reisebüro. Haben wir schön angefragt, ob wir das verwenden dürfen, weil es eigentlich so wunderbar gepasst hat jetzt zum Stück. Und die grobe Rasterung eben hier mit dem Linienraster gelöst. Also aus keinem guten Grund, es war auch nur dann für mich zum Rumspielen damit, ne? Wollte mal probieren, wie das aussieht. Bei den meisten Stücken in der dritten Saison war es so, dass wir eben zwei Bilder zusammengenommen haben, weil ich dachte, das ist dann vielleicht einfacher in der Bildauswahl. Ja, war es jetzt nicht wirklich, aber trotzdem sicher nicht schlecht. Also eine Kombination aus zwei Bildern zu machen, dann hat man einen größeren Assoziationsspielraum für das gesamte Plakat. Ja, und es gab natürlich auch den üblichen Kleinkram, den es überall gibt, also Anzeigen in Tageszeitungen und Fachzeitschriften. Also es gibt tatsächlich Fachzeitschriften für Theater auch, ne? Und bei der ersten Zeitschrift in der dritten Saison haben wir dann die alten Plakate wiederverwendet. Also die Umschläge dieses ersten Magazins wurden auf den Resten dieser Plakate, die sind noch gerettet davon, ne, die hier hängen. Was halt so ist, da werden mehrere hundert Plakate gedruckt von jedem. Und wenn das viel herumzieht, dann wird das nochmal nachgedruckt und dann bleiben halt von allen Plakaten unterschiedlich viele übrig. Und das ist dann zusammen halt so ein Stoß. Ne? Und der wurde dann üblicherweise zu Blöcken verarbeitet oder so auf der Rückseite. Und dann haben wir aber gesagt, das wäre eigentlich viel netter, wenn man das eben recycelt und das Umschlagmaterial auf der Rückseite bedruckt und dann das Umschlag nimmt. Und das war das Spielzeitheft, wieder, also die gesamten, ein kleines Büchlein, wo die gesamten Stücke des Jahres versammelt sind. Also es sind immer dazwischen gemischt die Porträts der Schauspieler. Und dann eben das Plakat, soweit es zu dem Zeitpunkt eben schon fertig war. Und ein kurzer Text dazu. Ja, und das dritte kleine Projekt war vielleicht für mich das Interessanteste. Das war vor 3 Jahren, wie der Georg Seifert so zum Plaudern gekommen sind und hat gemeint, ja, da gibt es jetzt diese neuen Farbschriften und ich werde das jetzt mal ins Glyphs einbauen. Und da habe ich gesagt, ja, das ist großartig, da müssen wir mir unbedingt ein Demo dafür machen, mal ein Beispiel. Und dann sagt er so, ja, mach mal. Ne? Und was dabei dann rausgekommen ist, ist eben diese Schrift, die wir Sapalot getauft haben. Und das war die erste Anwendung für die Atypie in Barcelona. Und damit ich da ein bisschen mehr Spaß dran hatte, haben wir das auch noch blödsinnig drucken lassen, nämlich im Letterpress, wie man sagt heute, aber im Buchdruck. Das heißt, es wurden diese drei Farben, Farbauszüge, in Plexiglas gelasert, wobei eben das Rot und das Blau noch überdruckt, also das, was hier schwarz zu sehen ist. Und so sah das aus, also im Heidelberger Tiegel mit meinem Drucker, wo die drei Sachen übereinander sind. Und so sieht es aus in echt. Also das war nochmal ein lustiges Experiment, auch in der Drucktechnik. Es sind auch einige Sachen passiert, die in einem normalen Druck nicht passieren würden. Zum Beispiel, dass hier das gelbe Teilchen rausgefallen ist. Ne? Das merkt man kaum, also ist jetzt nicht störend, aber es ist sowas, da wird man nicht drauf kommen. Und natürlich ist es auch ein bisschen unpräziser, als ein Offset-Druck wäre, selbstverständlich. Ansonsten ist es auch ein ganz normaler Layer-Font, das heißt, es gibt also einen Schatten, die gelbe eigentliche Schriftform und zwei Tiefenebenen. Also hier ist noch das Specimen sozusagen, also das Schriftmuster. Ein kleines PDF, wo ich mal so ein paar Anwendungsbeispiele gebaut habe, was man damit machen könnte. Ist übrigens Open Source, die Schrift. Also könnt ihr unter GitHub runterladen oder auf Glyphs ist auch ein Link zum Download. Und das ist halt so angelehnt an diesen typischen alten Posterschriften, wie sie so die Schildermaler und die Plakatmaler verwendet haben. Also so eine einfache modulare Schrift eigentlich und ein paar hochgestellte Buchstaben zum Spielen mit dabei. So, das waren also meine drei glücklichen kleinen Projekte für heute.
Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit und fürs zahlreiche Kommen. Vielen Dank an Jürgen Siebert für die Einladung. Vielen Dank ans gesamte Team, besonders an Franziska Paschau für die Organisation. Ja, und danke euch.